Imperial Assault, und zwar nicht nur mit der Grundbox, sondern mit der ersten großen Erweiterung, die auf Deutsch rausgekommen ist, mit Im Schatten der Zwillingssonnen. Das ist ein Päckchen, das sich gänzlich um Tatooine dreht, und zwar mit einigen neuen Figuren. Da sind zwei neue Helden drin, aber zum Beispiel auch Tuskenräuber. Weitere Figuren, die eine Rolle dann spielen in diesem Päckchen, muss man sich leider dann dazu kaufen, wie Druiden und Boba Fett. Und es gibt darin eine kleine Mini-Kampagne mit 4 neuen Einsätzen, die gänzlich auf Tatooine spielt. Die ist tatsächlich ein bisschen länger, weil sie sich bestehende Einsätze, Nebeneinsätze aus der bisherigen Kampagne ausleiht und die abwandelt. Das heißt, man kann bis zu 7 verschiedene Sachen spielen in dieser Mini-Kampagne. Es werden nur 3 sein, aber es gibt verschiedene Zweige mal wieder. Wir haben schon öfters Imperial Assault gespielt und auch nicht nur, um es hier auf YouTube zu zeigen, sondern schlicht und einfach auch zum Vergnügen, weil wir Spaß an diesem Spiel haben. Es ist nämlich ein ziemlich gut gelungener und vor allen Dingen gut gebalanceter Dungeon Crawler, und außerdem ist es Star Wars, also 2 Dinge, die wir gerne mögen. Deswegen haben wir uns auch so schnell als möglich im Schatten der Zwillingssonnen besorgt, und wir haben auch schon ein bisschen in die Kampagne reingespielt. Die erste Mission habe ich jetzt schon 2-mal gespielt, auch mit unterschiedlichen Abläufen. In der ersten Mission muss man Han Solo helfen, seinen Falken wieder irgendwo zum Start zu bringen. Die haben wir jetzt auch gerade als Vorbereitung ohne Zuschauer nochmal absolviert. Und Nico hat die beiden neuen Helden gespielt. Wenn man nur einen Spieler hat, übernimmt er 2 Helden, die werden verstärkt, und außerdem dürfen sie 2-mal aktivieren. Das heißt, sie sind doppelt so oft dran. Und hat es geschafft, die nötigen Codes rechtzeitig durch ein Gewirr von Sturmtrupplern und dergleichen zu bringen. Hat sich auch nicht davon irritieren lassen, dass Boba Fett mittendrin auf einmal mit einem Jetpack gelandet ist. Obwohl ich unglaublich scheiße gewürfelt habe, muss man dazu sagen. Ja, du hast wirklich sehr schlecht gewürfelt und ich sehr gut. Aber du hast schlicht einfach alles auf Geschwindigkeit gesetzt und bist da durchgerannt wie ein Blöder. Hat das funktioniert. Das klappt bei vielen dieser Missionen. Ja, bei vielen dieser, du musst ein Objective, also ein bestimmtes Ziel erreichen und erledigen, funktioniert das ziemlich gut. So, wir haben, wie gesagt, 2 neue Helden. Ich zeige die jetzt mal. Die 2 stehen hier. Und das ist einmal Biff Bodrick, der bezeichnet wird als, ich hole auch nochmal seine Karte hier, als rachsüchtiger Guerillakämpfer, der Teile einer Sturmtruppleruniform, einer Sturmtrupplerrüstung neu angesprüht hat, um sie einzusetzen. Der Charakter hält vor allen Dingen viel aus und er ist eine Mischung aus Nah- und Fernkämpfer. Er hat vor allen Dingen auch die Fähigkeit von Anfang an, dass er in einer Aktion, wenn er Stress auf sich nimmt, das ist so eine Art Ersatzwunden, die halt anzeigen, dass man sich angestrengt hat und deswegen auch eine Grenze dafür setzen, wie viele Sonderaktionen man machen kann. Also für Stress kann er in einer Aktion sowohl einen Nah- als auch einen Fernkampfangriff machen. Er haut also jemandem den Lauf seiner Waffe über den Kopf und schießt dann auch noch. Viel mehr muss man zu ihm nicht sagen. Und er ist auch darauf ausgerechnet, halt immer nach vorne zu gehen, kann Plätze von erledigten Feinden einnehmen und dergleichen. Und dann haben wir Saska Teft, die etwas komplexer ist und eine neue Art von Markern und eine neue Mechanik mit ins Spiel reinbringt. Saska ist die Technikerin des Teams und sie kann sogenannte, Technikmarker? Also auf jeden Fall, oder Technologiemarker, genau, aufbauen. Moment, es steht hier drauf. Gerätemarker. Das hätte ja alles sein können. Also Gerätemarker aufbauen, indem sie Stress aufnimmt, sowohl für sich als auch für andere Figuren. Und die können wiederum, je nachdem, welche Karten sie sich gekauft hat oder welche Grundeigenschaften ausliegen, wiederum einsetzen, um zum Beispiel sich besser zu verteidigen, um Würfel neu zu würfeln bei verschiedenen Proben und so weiter und so fort. Das heißt, sie generiert mehr oder weniger eine große Bandbreite an verschiedenen Buffs, die sie einsetzen kann, und ist sehr vielseitig und auch relativ flink. Ich finde, sie ist tatsächlich eine deutlich bessere Ergänzung zu den bisherigen Helden als Biff Bodrick, weil der nicht so viel Besonderes kann. Es ist halt ein weiterer Kämpfer, der ganz gut was aushält. Also er ist im Grunde ein bisschen eine Mischung aus dem Soldaten und aus dem Wookie, die bisher enthalten sind in Imperial Assault. Sie finde ich deutlich interessanter, vor allen Dingen auch wegen der neuen Mechanik. So. Wie gesagt, Nico spielt 2 Helden und er hat sich auch dafür entschieden, noch eine weitere Unterstützung mitzubringen, nämlich Han Solo, dem er auch in der letzten Mission schon begegnet ist. Das heißt, dass ich nach der Bedrohungsmechanik eine Menge mehr Feinde auf das Spielfeld bringen darf. Bei jeder Mission, die man spielt, hat man am Anfang einen Grundaufbau, welche Figuren auf dem Feld sind. Und ich habe ganz normal zum Start hier einen sogenannten Ewap-Schützen, der mit seinem Tripod, mit der großen Waffe, nicht besonders flink ist, aber wenn er denn mal in einer günstigen Position steht, auch sehr viel Schaden austeilen kann. Neben ihm steht ein imperialer Offizier, das ist eine gute Kombination. Der kann nämlich andere Leute dazu bringen, außerhalb ihres Zuges sich zu bewegen, was eigentlich die einzige sinnige Art und Weise ist, Ewap-Schützen übers Feld zu bewegen. Das heißt, der wird in erster Linie da sein, um den anderen anzufeuern.
Wir haben hier einen Suchdruiden und wir haben hier zwei schwere Sturmtruppler. Das sind neue Einheiten aus der Erweiterung, die einfach krassere Waffen dabei haben und diese lustigen Rucksäcke noch zusätzlich. Und jetzt darf ich insgesamt 20 Punkte ausgeben, nämlich die Kosten, die Han Solo sozusagen erzeugt hat, dadurch, dass er mit im Spiel ist, plus generell einen Bonus, den ich am Anfang dieser Mission bekomme, um noch weitere Figuren aufzubauen. Und ich habe dazu eine ganze Menge zur Auswahl. Und einfach, weil ich sie so lustig finde, kommen auf jeden Fall Rodianer ins Spiel. Die haben wir uns auch mit einem kleinen Erweiterungspack gekauft. Die Elite-Rodianer, das ist ein seltsamer Begriff, die Elite-Rodianer kosten mich 6 Punkte Bedrohung. Und ich stelle sie hier auf. Was nehme ich denn da noch? Ich glaube, ich nehme noch einen weiteren Suchdruiden auf jeden Fall. Zwischenfrage, die 4 Missionen sind insgesamt, also wenn man es mehrfach spielt oder hat man, wenn man es einmal durchspielt, 4 Missionen oder sind das wenn man es einmal durchspielt, sind es 3 Missionen hintereinander. Mit allen Verzweigungen sind es 7, weil welche recycelt werden und abgewandelt werden. Also neue Mission 4, Kampagne besteht aus. Neue Mission 4, Kampagne 7, besteht insgesamt aus 7. Genau. Okay. Ja, wie gesagt, es gibt halt Verzweigungen, ein paar laufen auch in der Mitte zusammen. Ich glaube, einen Einsatz macht man fast immer, egal wie es ausgeht. Aber kann deutlich unterschiedlich verlaufen. Ja, den ersten macht man auf jeden Fall immer. Genau. Nee, es sind tatsächlich 4. Es sind 3 normale Einsätze und das sogenannte Finale. Und ich glaube, das Finale ist auch in den meisten Fällen dieselbe Karte. Aber ganz zum Ende haben wir es tatsächlich noch nicht durchgespielt. Und ich schätze, heute schaffen wir, wenn dann auch nur diese eine Mission, vielleicht noch eine zweite. Mal gucken, wie schnell wir spielen. Und vielleicht könnt ihr Nico, falls ihr das Spiel schon kennt, auch ein bisschen helfen mit seinen taktischen Überlegungen. Obwohl Nico das ungewöhnliche Talent dafür hat, keine Taktik zu haben und trotzdem zu gewinnen. Moment, dieses Spiel habe ich jetzt ja wirklich schon sehr oft gespielt. Vor allem für meine Brettspielabneigung, die ich normalerweise habe, weil wir in der China-Fahrt nichts anderes gemacht haben. Wir hatten nicht viel anderes dabei, ich baue hier noch Elite-Sturmtruppen auf. Warum ich halt jetzt nicht so wirklich taktisch vorgegangen bin, vielleicht eben bei unserem Testspiel, ist, dass ich die neuen Charaktere halt nicht kenne. Wenn ich jetzt den Wookie oder die Jedi gespielt hätte, ich ja genau gewusst, was ich spiele. Stimmt. Das stimmt natürlich. Trotzdem darfst du nicht leugnen, das Talent dafür zu gewinnen, auch wenn du nicht wirklich eine Ahnung hast, was du tust. Das spricht aber nicht unbedingt immer für die Spiele, die wir spielen. Ja, vielleicht. Gut. Es kam schon das Feedback übrigens aus dem Twitch-Stream, dass die Auflösung heute deutlich besser ist. Ich nehme an, das neue Internet, also das eigene Internet, zahlt sich aus. Wir haben endlich eigenes Internet. Ja. Gut, dann würde ich mal auch darauf hinweisen, die Figürchen, die wir hier sehen. Man kann ja ganz gut erkennen, welche neu und welche alt sind. Woran denn, Maggie? Das kann man daran erkennen, dass die wir schon länger haben, alle schon bei Steff waren, um angemalt zu werden. Das heißt, alle Figuren, die farbig sind, waren in China mit dabei und wurden von Steff auf der langen Buckelpiste angemalt, was ich ziemlich beeindruckend finde. Und alle, die wir relativ neu haben, weil sie uns in Packs gekauft haben oder weil sie hier im Schatten der Zwillingssonne sind, die sind noch grau bzw. braun, wenn es nette Figuren sind. Die müssen halt noch angemalt werden. Ich finde auch, dass das Anmalen wirklich noch viel zu dem Spiel beiträgt, weil die Miniaturen sind schick, klar, aber wenn sie angemalt sind, fügen sie sich noch viel besser in diese Dungeon-Pläne ein. Ja. Jetzt erzähl mal, was mache ich denn hier? Was ist der Sinn der Mission? So, alte Feinde. Erstmal den Text. Keiner in der Rebellion scheint zu wissen, woher Biff Bodricks blinder Hass auf die Sturmtruppen kommt. Den meisten genügt es, dass er effektiv im Kampf gegen sie ist. Als sich C-3PO von einem Aufklärungseinsatz in der Nähe einer Sturmtruppengarnison auf Tatooine nicht zurückmeldet, war Biff der Erste, der seine Hilfe anbot. Im Grunde hatten wir so den Flachtext eben auch schon mit C-3PO. Genau. Es gibt nämlich jetzt, das ist neu, das gab es in der alten Kampagne nicht, zwischendurch so Entscheidungstexte, die unterschiedlich, also man kriegt unterschiedliche Texte, je nachdem, wie die letzte Mission ausgegangen ist. Ich lese einfach den für erste Mission ist gut ausgegangen, für die Rebellen auch nochmal vor. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen, sagt Han über Comlink, aber es gibt ja noch ein kleines Problem. Unser Abgang war etwas hastiger als geplant und ich musste meine Droidenfreunde im Basislager zurücklassen. Ich schicke euch die Koordinaten. Die beiden haben eine Menge Daten über die Imperialen auf Tatooine gesammelt. Daten, die wir unbedingt brauchen. Ich selbst werde außerhalb von Mos Eisley landen. Sagt Bescheid, wenn ihr Hilfe braucht. Offensichtlich, muss ich hier einwerfen, habt ihr sofort Bescheid gesagt, denn ihr habt ihn dabei.
Kurze Zeit später nähert euch den Koordinaten am Stadtrand von Mos Eisley. Das Basislager ist klein, nur ein Bett und ein paar Computer stehen darin. Daneben steht ein kleiner blauer Astromech, R2-D2, der Droide, der mit Luke Skywalker geflogen ist. Kaum seid ihr durch die Tür getreten, wackelt er aufgeregt und beginnt hektisch zu surren und zu pfeifen. Als er merkt, dass ihr ihn nicht versteht, spielt er ein Hologramm ab. Ihr seht einen kleinen imperialen Außenposten in den Hintergassen von Mos Eisley und beobachtet, wie ein goldener Protokolldroide von Sturmtruppen niedergeschossen wird. Oh, gute Güte, nein! Entschuldigung. Das Flöten und Wippen der R2-Einheit wird noch aufgebrachter, als die Aufzeichnung zu Ende ist. Daraufhin hat sich Biff Bodrick als erster freiwillig gemeldet. Immer tiefer dringt ihr ins Gewirr der Gassen von Mos Eisley vor und versucht angestrengt nach allem relevanten Ausschau zu halten. Der imperialen Garnison, ihren Wächtern und C-3PO. Als ihr euch dem versteckten Stützpunkt nähert, seht ihr die regungslose Gestalt des Protokolldroiden zwischen einer großen Schar von Sturmtruppen am Boden liegen. Blindlings stützt ihr euch ins Gefecht. Hier liegt C-3PO. Zu Beginn des Einsatzes ist er inaktiv. Hier steht, zu Beginn des Einsatzes ist C-3PO, Klammer auf, Roboter-Mensch-Kontakter, Klammer zu, inaktiv. Solange er inaktiv ist, gilt er als neutrale Figur, die nicht die Sichtlinie versperrt. Eine Rebellenfigur kann mit C-3PO interagieren, um ihn funktionstüchtig zu machen. Sobald er funktionstüchtig ist, kriegst du ihn als weiteren Verbündeten, also mit Karte, und kannst ihn steuern. Yay, das wird ja alles rumreißen. Okay. Ich kann mit den Terminals interagieren, um die Bedrohung zu erhöhen, also die Chance zu erhöhen, dass ich weitere Truppen aufs Spielfeld bringe. Die Türen sind verriegelt. Du kannst die Türen angreifen, um sie aufzumachen. Keine weitere Probe möglich. C-3PO kann aber mit einer Tür oder einem Terminal zu interagieren, um die Tür zu öffnen oder das Terminal inaktiv zu machen. Dann kann ich es nicht mehr benutzen. Der Einsatz endet am Ende von Runde 7 oder sobald alle Händler verwundet sind. Ihr müsst im Grunde eigentlich nur... Wir müssen 7 Runden überleben. So sieht's aus. Das ist ganz schön lange. Okay. Dann verschwenden wir keine Zeit, was? Ja. Gut. Fang an. Ich fange an. Die Rebellen dürfen immer als erstes. Komme ich natürlich überhaupt nicht an diese Rebellen, die du da so schön aufgestellt hast. Dass Gut. Gut. So, und jetzt hier, das ist Biff Bodrick Charakterbogen. Er kann sich 4 Felder bewegen. Geschwür steht hier. Ja. Das heißt, da ich aber nicht rankomme, Biff Bodrick, magst du ihn bitte mal 4 Felder zum nächstbesten Stormtrooper vorbewegen. 4 Felder zum nächstbesten Stormtrooper. Ja, soweit es halt geht. 1, 2, 3. Da kommt er ran, okay. So, jetzt hat Biff die Möglichkeit, 2 Stress aufzubauen. Das tut er. Das sind diese Symbole hier. Davon lässt er eins fallen. Ja, legst auf seinen Charakterbogen. Und hat jetzt die Möglichkeit, trotz, dass er hingelaufen ist, noch 2-mal anzugreifen. Nämlich einmal im Nahkampf, einmal im Fernkampf. Das heißt, er haut diesen Stormtrooper. Und er hat jetzt ja sogar noch den Schmetterschlag bekommen als neue Fähigkeit. Ich habe mir gerade mit den EP aus der ersten Mission neue Kräfte gekauft, den Schmetterschlag, den kann ich jetzt als zweite Kraft zu dieser ersten Kraft, nämlich 2-mal zuzuschlagen, noch dazu nehmen. Dafür muss ich den allerdings erschöpfen. Das heißt, ich lege die Karte ab. Aber erstmal haue ich diesem Stormtrooper in meinem Nahkampfangriff deine Waffe ins Gesicht, bevor meine du meine Waffe ins Gesicht. Schießt. Genau. Ja, dann mach das mal. Mit einem roten und einem gelben Würfel, sagt mir die Karte. Und dank des Schmetterschlags. Das ist ein guter Angriff. Darf ich jetzt für jeden Blitz noch 2 Schaden dazu packen? Und ich habe keinen Blitz gewürfelt, weswegen der Schmetterschlag völlig verschwendet war. Aber er kriegt 4 und verteidigt 2. Ich verteidige 2. Das sind schwere Sturmtruppler, die haben Gesundheit 6. Das heißt, der nimmt jetzt 2 Schaden, das markiere ich an der Figur, aber der steht noch. Das war die erste Aktivierung. Ach nee, du darfst jetzt noch schießen. Genau, jetzt darf ich ihm noch ins Gesicht schießen. Das mache ich hingegen mit meinem Repetierblaster blau und rot erwürfeln. Die Verbesserung daran macht nur größere Reichweite. Ich habe das gerade völlig falsch gemacht. Du hast mir eine Vipo-Klinge gegeben für den Nahkampf. Ja, aber die Fähigkeit... Aber die ist damit nicht kompatibel. Ja. Okay. Doof.
Ja, Repetierblaster. Aber du kannst mal schauen, wenn dir das mehr zusagt, obwohl zwei grüne Würfel sind nicht so viel Nee, besser, ich aber kann, dafür hast du mehr nee, nee, ich kann Fehlmöglichkeiten. nur, ich kann Stimmt, du nur. kannst jetzt nur schießen. Durch So, deine und das sind Kampffähigkeit. nochmal drei 3 und und einen der Blitz. Blitz Ich bringt gar nichts. negiere die 3. Tja, dann hat das nichts gebracht. Dann hat das nichts gebracht. Ich würfel echt gut in letzter Zeit, um meine Sturmtruppler zu verteidigen. So, damit. Das war jetzt aber die erste Aktivierung von Biff. Damit bin ich dran. Das ist echt Biff, ne? Und ich aktiviere meine Elite. Ja, also meine schweren Sturmtruppler. Nicht die Elite-Sturmtruppler, das ist noch was anderes. Und der bewegt sich erstmal einen Schritt hier hin und dann schießt er auf dich. Bewegt habe ich mich, damit der andere gleich eine Sichtlinie hat. So. 2 und ein Blitz. Verteidige dich. Ich stelle kurz die Schärfe ein. Und du denk dran, du hast Boni dadurch, dass du viel einstecken kannst. So, ich verteidige mich mit einem schwarzen Würfel. Aber du hast immer plus ein, wenn zwei feindliche Figuren innerhalb von 3 Schritten von dir entfernt sind, was gegeben ist. Ich habe also eine Kampfjacke an, die mir auch noch einen Bonus gibt. Und ich darf, und ich habe jetzt plus ein Verteidigung auf jeden Fall. Oder was? Was Ja, hattest du durch gerade? diese Fähigkeit, dass Ja. du das, Dann genau, habe ich zwei. 2. Dann kann ich nur den, der Blitz, ein Schaden kommt durch. Da ich jetzt alleine spiele und nur zwei Helden steuern kann, sind die in jeder Runde zweimal dran und sie haben 10 Lebenspunkte mehr. Damit ich eine Chance habe gegen Magis Übermacht hier. Der hat sich jetzt auch bewegt und danach schießt er auch auf dich. Nur 2. Und die können auch nicht nochmal würfeln. Das können nur ihre leichter bewaffneten Freunde. Verteidige dich. Tja. Du darfst durch deine Panzerjäger denen einen normalen Verteidigung Korrekt, umwandeln. das heißt wieder zwei. Dann komm nicht zu. Das waren meine schweren Sturmtruppen. Du bist dran. So, Biff war einmal dran, das heißt, es muss jemand anders erstmal dran sein. Ich würde Han Solo ebenfalls 4 Felder nach vorne bewegen. 1, 2, 3, 4, dann kann er nur auf den schießen. Ne, er kann auch auf den schießen, genau. Aber da hinten steht er relativ gut in Deckung. Da, genau. Da kann Das nämlich heißt, nur er auf ihn schießen, der ja, aber ich nicht. Es schieße gibt dieses um die Ecken auf schießen. den bereits Angeschlagenen. Ja. Han Schub, Solo schub. würfelt mit einem blauen und zwei grünen Würfeln, weil er eine geile Sau ist. Und macht damit, der macht damit 5 fünf und Schaden ein Blitz. und einen Blitz. Den Blitz Warte. entscheiden wir gleich, was er bedeutet. Ich Vier nehme dir Schaden nur und 2 einen. davon weg. 3 Schaden. Ja, 3 Schaden und Ein einen Blitz. Blitz. Da mache ich nochmal Schaden draus, weil 4 die Schaden Reichweite also. reicht ja. Die Zahlen sind die Reichweite. Damit ist dieser schwere Sturmtruppler aus dem Rennen. Nein! Gut. SK 93,5. Han ist auch durch für die Runde, das heißt, du Ja, bist wieder dran. ich bin wieder dran. So kommst du hier nicht vorbei. Der Rodianer macht Meine, zwei ihr macht Schritte ja nach ein vorne. Rollenspiel bei denen. Ist Entschuldigung. aber völlig in Ordnung, oder? Ja. Da ist ein Rodianer noch im Weg. Und ja, der schießt dir jetzt ins Gesicht. Rodianer haben eine der lustigsten Sonderregeln überhaupt. Wenn die sterben, dürfen sie noch mal ein letztes Mal abdrücken. Han hat die Regel, dass wenn jemand auf ihn schießt und keinen Schaden macht, darf er zwischendurch noch mal abdrücken. Wir hatten also schon die Situation, Rodianer schießt auf Han, schießt daneben. Han schießt zurück, tötet den Rodianer, Han, Rodianer schießt noch ein letztes Mal, trifft Han. Das kommt mir bekannt vor. Ja. Der Rodianer hat einen Treffer und 2 Blitze. Verteidige dich. Auf wen? Auf Biff. Okay. Ja, Biff Bleiben hat. 2 Blitze übrig. Also zwei verteidigt er, ne? Weil er immer noch in 2, der dann Nähe. kommt noch ein Schaden durch. Ich hab selber, du musst mir Was keinen geben. selber? Okay. Dreckiger Mensch! Auch dieser Rodianer. Alle stellen sie sich vor C3PO, um zu verhindern, dass du dahin laufen kannst, weil sie genau wissen, was dein Ziel ist. Woher wissen die das? Weil ich es weiß. Ich drehe mal die Galaxis ein bisschen, damit das hier. Ja, jetzt wird mir schwindelig. Damit wir auch mal die Karten sehen können. Wieder Biff. Okay. Biff hat drei Sieben. abgewehrt. 3 abgewehrt. Dann kommt nur noch einer durch. Ich habe selber. Ja, stimmt. Ich lege hier Entschuldigung. immer so einen Schadensmarker auf Biff. Das waren meine
ich habe es in der Hand. Meine Rodiana. Ich bin jetzt erst im zweiten Level sozusagen, habe schon eine Menge Karten hier rumliegen. Ja, wir sind aber auch schon mit stärkeren Helden eingestiegen. Man Also ihr habt schon hätte am es auch mit Anfang, einfachen Helden spielen können. ja, ihr Also, hattet vor allem am Anfang schon gut. Erfahrungspunkte. Gut, ich schätze, ich bin dran, oder? Dann ist Saskia oder wie sie heißt dran. Saskia, ja. Saskia. Ja. Und die ist ein bisschen schneller als die anderen. Mit den Control Panels kann ich nichts machen, hast du gesagt. Nee, die kann nur C3PO deaktivieren. Und zu dem komme ich noch nicht ran. Das heißt, das Sinnvollste, was ich tun kann, ist auch mit ihr in die Schlacht einzugreifen. Ich baue erstmal ein bisschen Stress auf. Sie hat nämlich die Möglichkeit, gegen Stress diese Technikmarker zu bekommen. Und dann kann sie die wiederum ausgeben, um zum Beispiel ja, daraus eine Granate zu basteln. Ja, Ich darf und es ist keine Aktion, du kannst das einfach so das machen. jederzeit machen. Ich darf selber einen Schaden hinnehmen, Also um das. mit einem gelben Würfel auf drei Felder benachbarte Felder eine Granate zu werfen. Also nur auf ein Feld. Das ist also eine kleine Granate. Das heißt, ich gehe erstmal näher ran, so dass ich noch drei Felder Sie von dem. kann 5 Felder laufen. Du kannst dein Laufen immer unterbrechen und hinterher fortführen nach deiner Aktion. Dann gehe ich mal so nah ran, dass ich in drei Felder Reichweite von dem Rodianer wäre. 1, 2, 3, 4. Gut, und dann nehme ich einen Schaden, um mir diese Granate zu basteln. Und machst dir mit einem gelben Würfel Schaden. Und natürlich ist diese Granate in diesem Fall auch der Gerätemarker, den ich wieder ablege. Und werfe jetzt die Granate auf den Rodianer und es passiert gar nichts. Der wird sogar automatisch, das sind nämlich Elite-Rodianer, die haben immer Das sind Elite-Rodianer. einen Blitznegierer eingebaut, sozusagen. Das war Saskas erste Aktivierung. Sieht nur, Moment, das war keine Ach Aktion. so. Ich kann auch schießen. Das, die Hast du selber gerade Granate, nein, gesagt? nein, das Aufbauen des Markers ist keine Aktion, ist das auch keine? Nee, steht nicht drauf, guck. Du hast recht. Also, wenn wir das jetzt nicht völlig Jetzt kannst falsch du immer noch verstanden haben, kann schießen. ich immer noch schießen. Tu das auch, habe einen modifizierten Blaster. Die taktische Anzeige kann ich nur einmal benutzen, ne? Ja, okay, die mache ich noch nicht. Das sind ein Schaden und zwei Blitze. Würfel schon mal dagegen. Dann Ja, kommt nichts durch. der Blitz kommt nicht durch, Der wenn der Blitz Schaden kommt nicht nicht durchkommt. durch. Nein, der Oder Blitz was? kommt nicht durch, weil ich plus einen Blitznegierer Ah, du automatisch hast habe. Blitznegierer. Okay. Ja, das heißt garantiert eigentlich anders, aber irgendwie hat sich das eingebürgert. Das war also völlig für den Arsch. Ja, das war also ihre erste Aktivierung. Ich bin Dann. dran. Mein imperialer Offizier bewegt sich hierhin, hinter. Und nee, dann bleibt er da stehen. Und dann gibt er für seine Aktion dem E-Web-Schützen den Befehl, sich zu bewegen. Das war die ganze Aktivierung meines imperialen Offiziers. Die sind nicht so irrsinnig nutzlos, nützlich. Aber er hat meinen E-Web-Schützen gut in Position gebracht. Du bist dran. Gefragt, ob man sich heilen kann. Ja, es gibt Verbandskästen, Medikits Und du kannst dich auch ausruhen, und dann ich kann mich heilst du ausruhen, genau. Stress in Die Höhe Jedi deiner kann natürlich die Ausdauer. anderen heilen. Genau, und du heilst Stress in Höhe deiner Ausdauer, wenn du dich ausruhst. Und alles, was über den Anteil an Stress, den du gerade hast, hinausgeht, wird auch an Wunden wieder abgebaut. Okay. Bin ich dran? Ja, dann würde ich sagen, Biff macht jetzt Sinn, eine normale Nahkampfattacke zu machen? Nee, überhaupt nicht, weil seine. Ist der grüne Würfel der beste? Nee, der ist der schwächste. Das ist der Schwester, ja. Dann wird nochmal mit Fernkampf auf den Typen, auf den Rodianer vor mir geschossen. Und es sind vier und ein Blitz. Vier und Blitz. Du hast auf den Sturm. Wie Auf noch? den Rodianer. Auf den Rodianer. Das heißt drei und kein Blitz. Wie viel haltet ihr aus? Ha, der ist knapp noch lebendig. Dann mache ich das direkt nochmal. Und das sind drei und ein Blitz. Also Zwei. 2. Ah, ihr darf ja noch mal schießen, ne? Bevor er Das darf umfällt. er, ja. Ha! Das sind 2 und Zwei. 3 Blitze. Okay, ich verteidige mich mit Schwarz. Also einer. Einer und Also, nee, er ist immer noch Nachbarn da. Also kein Schaden und drei drei Blitze. Blitze und dann kommen 2 Schaden durch. Ich nehme die selber. Ja, Entschuldigung. Tango! So. Und das war Biff für diese Runde.
Dann aktiviere ich den E-Web-Schützen. Der E-Web-Schütze darf zweimal angreifen, das ist ziemlich selten bei imperialen Einheiten. Und er hat Ich sich ja sozusagen nur fremd bewegt. stehe ihm direkt vom Vor Lauf. dem Lauf, genau. Und er schießt also zweimal auf Biff. Und er macht ziemlich viel Schaden. Das sind vier und ein Blitz. Vier und ein Blitz, okay. Biff darf sich nur mit Schwarz verteidigen. Würfelt Drei. drei kommen drei Werte ab, einer und ein Blitz. Einer und ein Blitz. Was mache ich mit dem Blitz? Dann sind es zwei. Du nimmst sie dir selber, nehme ich an. Da bin ich auch dran, oder? Nee, er darf nochmal Achso, schießen. er darf nochmal schießen. Na toll. Nimmst du Ja. dir? Ja, ich nehme hier zwei Schaden. Ist ja gut. Keine Panik. Wir müssen das hier ans ordentlich Regel Buch führen. Imperiale. Das sind zwei und ein Blitz. Das ist auch leicht für dich. Regel Imperiale. Ja, Ja, da also mit dem kommt nichts Blitz. durch. Das Wollen wir zu den war Regeln ein bisschen was sagen mein hier? Weil. E-Web-Schütze. Genau. Wenn Also es Lotterie wird, zu den die Würfel Würfelergebnissen. können eine Reihe von verschiedenen Symbolen zeigen. Wichtig sind die Aufteilungen, man hat Angriffswürfel und Verteidigungswürfel. Auf den Angriffswürfeln können Treffer drauf sein, das sind diese kleinen ja, Explosions- oder wie auch immer Symbole. Ich lege mal den blauen hier hin. Das da ist ein solches Symbol. Und Blitze. Blitze werden genutzt, um Sonderfähigkeiten zu aktivieren. Die stehen jeweils auf der Waffe oder auf der Karte der Einheit drauf, was man mit den Blitzen machen kann. Häufig ist es so, dass man mit einem Blitz mehr Schaden machen kann oder die Reichweite vergrößern. Wenn man einen Fernkampfangriff hat, sind diese Zahlen wichtig. Bei Nahkampfangriffen sind die wurscht. Diese Zahlen sagen nämlich, über wie viele Felder Entfernung man trifft. Und wenn man halt zu wenig gewürfelt hat, das ist ein sehr guter Wurf mit 7, dann schießt man halt daneben, wenn die Figur zu weit weg steht. Das ist eigentlich alles, was man zu den Angriffswürfeln wissen muss, außer dass halt, es gibt so ein paar Aufteilungen. Die roten Würfel sind im Grunde reine Nahkampf- bzw. reine Schadenswürfel. Die haben keine Entfernungsmarker drauf. Die grünen sind relativ schwach. Die gelben sind in der Mitte und die blauen sind die stärksten Fernkampfwürfel. Und dann gibt es zwei verschiedene Arten von Verteidigungswürfeln. Die schwarzen können im Grunde nur Schaden negieren. Da sind ganz viele von diesen Dreiecksymbolen drauf. Die Dreiecksymbole negieren direkt einen Treffer. Und dann gibt es noch einen durchbrochenen Kreis, der negiert einen Blitz, also eine Sonderfähigkeit. Das wird alles verglichen, wenn gewürfelt wurde, Angriff und Verteidigung. Und bei einer Figur steht auch immer dabei, welche Art von Würfeln sie zum Angriff und zur Verteidigung würfelt. Und dann gibt es noch den weißen Würfel. Der ist für Einheiten, die eher darauf setzen, auszuweichen. Der kann nicht ganz so viel Schaden negieren. Also der hat keine Seite wie dieser hier, wo einfach drei Rüstungen drauf sind. Es gibt mehr von den blitznegierenden Seiten. Und dann gibt es noch eine Seite mit diesem Kreuz. Das heißt, nichts passiert. Das Lustige zum Beispiel an meinen Rodianern, die verteidigen mit einem weißen Würfel, aber sie haben die Sonderfähigkeit, dass das bei ihnen nicht funktioniert. Es ist, Das heißt, sie sind sie wirklich. sind Ja, Wegwerfeinheiten. das ist ja irgendwie ein bisschen Wir sind traurig, aber dafür gemein. dürfen sie nochmal schießen, wenn sie sterben. Ist doch auch was. Es wurde gebeten, dass nochmal Steffs Figuren in den Fokus gerückt werden hier. Vielleicht magst du Steffs-Figuren. ein Wir paar können mal ein paar aussuchen, von die Steff den besonders schön Heldenfiguren. angemalt hat. Also bei den Heldenfiguren, da hat er sich natürlich besonders viel Mühe gegeben. Schön finde ich gerade auch die Wookies. Wir haben ja den Wookie, den man im Spiel hat. Und da ist die Unterstützungseinheit Chewbacca. Den hat er sehr gut getroffen, auch von der Fellfarbe her und vom Gesicht. Und einer meiner absoluten Favoriten ist dieser AT-ST, der eine Sondereinheit ist, weil der hat hier oben noch den Kommandant Weiß. Und das ist ein umgebauter AT-ST mit größeren Waffen. Und mit ganz viel, wie man sieht, hier Rost und Abnutzungsspuren und dergleichen. Wir haben noch, ich weiß gar nicht, wo der jetzt gerade ist. Ah, da hinten steht er. Wir haben noch einen normalen, in Anführungsstrichen, AT-ST. Aber wenn ich jetzt aufstehe, dann rutsche ich wieder mit dem Mikro und sowas durch die Gegend. Da sind auch noch ganz viele Einschussstellen und sowas draufgemalt. Und ja, der war, glaube ich, ein Geburtstagsgeschenk irgendwann von Steff. Steff hat die großartige Angewohnheit, Leuten, Weihnachtsgeschenk. Weihnachtsgeschenk, Leuten geil bemalte Figuren zu schenken. Und zu den Figuren wollte ich auch noch kurz was sagen. Die haben eine unglaublich gute Gussqualität. In denen muss man so fast nichts machen, um sie zu bemalen. Und vor allen Dingen, sie sind aus einem Stück, selbst mit so kleinen Teilen, wie man hat hier an dem E-Web-Schützen, diesen feinen Schlauch. Und der ist fest mit an die Figur rangespritzt. Soweit ich mir das habe erklären lassen, geht das nur mit einem speziellen Spritzgussverfahren, wo im Grunde winzige Düsen in die Form reinfahren und dann sozusagen in dem Schlauch anfangen, diese Form auszufüllen. Das ist ziemlich teuer. Und ziemlich modern und ein cooles Ergebnis.
Und natürlich der Darth Vader, auch ein Zusatzpack, der. Den nimmst du aber bitte gleich wieder mal vom Spielbord, wenn wir weiterspielen. Unglaublich schick ist. Ne? Ich kann mir das kaufen, dass ich den einsetzen darf. Problem damit? Er ist aber sehr teuer. Das beruhigt mich ein bisschen. Aber das ist ein sehr, sehr schöner Skalpt mit dem Mantel, wie hier der ganze schwere Stoff weht. Das Schwert hat sich irgendwann beim Transport ein bisschen verbogen, aber dafür muss man es nur etwas unter heißes Wasser legen, dann können wir ihn wieder einsetzen. Was wir auch noch machen, um das Spiel ein bisschen aufzupeppen manchmal, beziehungsweise was wir gemacht haben, bevor alle Figuren angemalt waren, ist, wir haben diese ganzen Miniaturen. Erhältlichen Miniaturen in einem richtigen Maßstab rumstehen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie das Spiel heißt, aus dem wir ursprünglich sind, halt ein altes Star Wars Miniaturenspiel, beziehungsweise mehrere, die sind in verschiedenen Editionen und an verschiedenen Basen, da ist Cal Katan. Genau, hier haben wir Todessternengunner, ein Biff, der zur schwarzen Sonne gehört. Ich geh mal wieder hin. Das ist Max Payne Biff. Max Payne Biff, ein Rebellen Piloten, einen weiteren Luke, Cal Katan, sagtest du schon, eine Leia und einen Kip Duron. Extra Punkte für Leute, wer wissen, wer das ist. Ja, lass uns das nochmal wieder wegräumen und weitermachen. Nein, ihr kriegt nicht alle diese mächtigen Jedi hier. So. Schade. Und ich krieg keinen Darth Vader. Schade. Darth Vader war der Grund dafür, dass die erste Kampagne sehr traurig ausging. Mhm, das war ein bisschen deprimiert. Ja, der war doch ziemlich hart. Jetzt, weiß noch jemand, wer als letztes dran war? Ich war dran. Du warst dran. Stimmt, du hast den Rodianer weggebolzt. Hast du jetzt nicht noch einen Schuss übrig? Oder warst du schon ganz durch? Ich war durch mit ihm, aber ich darf noch einen Schritt vorgehen. Stimmt. Du hast noch auf mich geschossen, nachdem ich den Rodianer. Ja. Ich hatte vergessen, dass ich einen Schritt vorgehen darf, aber ich glaube, es wäre egal, wenn ich trotzdem auf mich schieße. Ich habe dich jetzt einfach. Ja, denn ich habe die Sonderfertigkeit Vorrücken. Das heißt, wenn ich jemanden kille, darf ich seinen Platz einnehmen. Ja. Und jetzt stehst du an der richtigen Stelle, um C3PO zu aktivieren. Ja, hast du noch eine Aktion übrig? Nee, habe ich nicht, aber ich wäre dafür auch absolut unbegabt. Du brauchst nichts würfeln, du musst ihn einfach nur anschalten. Achso, ich habe keine Aktion übrig. Okay, dafür darf ich noch einmal. Du warst mit deinem Ibelschützen dran, ich bin nochmal mit Saskar dran, glaube ich. Ich habe hier noch eine Aktivierung übrig. Sie ist nur bisher einmal vorgehend geschossen. Und die Granate geworfen. Ja, aber ich bin. Du darfst nochmal mit dem Ibelschützen schießen oder hast du schon zweimal? Nee, du hast ich schon zweimal geschossen. Das hat uns dieser ganze Exkurs mit den Regeln, den Figuren und die Konzentration gekostet. Dann bin ich doch dran, oder? Ich glaube ja. Macht nichts. Ich habe noch 3 Einheiten übrig, mit denen ich Dinge machen kann. Okay. Diese Granatengeschichte hat nicht so geklappt, deswegen mache ich das nochmal. Nein, deswegen mache ich was völlig anderes. Bin ich blöd? Wo ist denn mein zweiter Druide? Wie denn zweiter Druide? Ich habe vergessen, da noch einen zu platzieren. Aha, natürlich, vergessen. Ach nee. Ich baue erst nochmal Stress auf, um mir nochmal so einen Gerätemarker zu holen, denn die sind echt nützlich. Außer wenn man sie als Granate wirft, offensichtlich. Das mache ich jetzt so schnell nochmal. Dafür schieße ich auf den E-Web-Schützen. Den müsste ich sehen können, oder? Du kannst von... Nee. Nee? Nee, dafür müsstest du erst dann noch einen Schritt gehen. Dann schieße ich den Rodianer. Das ist kein Problem. Ja. Und zwar wieder mit meinem modifizierten Blaster. Mhm. Ob wir uns auch einen Würfelturm passend zu Star Wars bauen lassen könnten? Bestimmt, ja. Wir brauchen jetzt nicht geizen mit den, ganzen Geschichten. Ich erschöpfe meine taktische Anzeige, Und erzeugst eine weitere automatisch Blitz. Noch einen Blitz zu haben und lege die Karte dann quer. Das heißt, ich habe 3 Schaden und 2 Blitze und du würfelst erstmal die Verteidigung für den Rodianer. Das heißt, du hast 2 Schaden und 1 Blitz. 2 Schaden und keinen Blitz. Ich habe ja immer plus 1. Ach, das negiert alle Blitze. Nein, der Rodianer erzeugt automatisch. Ach so, allein dadurch, dass er existiert, okay. Einen Abwehr. Weil es ihn gibt, okay. Weil er die Elite-Version ist. Ja, dann habe ich nur 2 Schaden und das bringt nicht so richtig was in dem Fall. Weil ich eigentlich auf die Blitze setze in meinem Fall, weil ich mit den Blitzen sehr viel anstellen kann. Tja. Schade. Du darfst aber nochmal schießen. Ich darf das nochmal machen, diesmal ohne den taktischen Anzeige-Heini. Diesmal habe ich 3 Blitze und 2 Schaden. Ein Schaden und ein Blitz? Ein Schaden und ein Blitz. Okay, das heißt ein Schaden, 2 Schaden. Ach ja, schieß nochmal. Ach ja. Schieß nochmal zurück. Au. Das sind 3 Schaden, ein Blitz. 3 Schaden. 3 Schaden kommen durch. 3 Schaden kommen durch.
Und danach ist er weg. Und die Karte kommt weg. Also sie kommt auf so einen Ablagestapel, von dem ich wieder ausspielen darf. Nach bestimmten Regeln. So. Gut, aber damit ist der Weg ja halbwegs frei. So. Mhm. Das war Ihre... Und meine Aktionen sind alle verbraucht. Das heißt, die nächste Runde beginnt, wenn du mit deiner Aktion durch bist. Ja. Bämle, bäm, bäm. So, ich drehe diese Marke, damit ich weiß, wer noch wie oft bämle, bäm, bäm. Spielen darf. Entschuldigung, die Geräusche sind absolut wichtig, wenn man so einen Suchtdruiden bewegt. Hatten wir Han in der Runde vergessen? Ist das die zweite Runde? Das ist die zweite Runde. Dann darf Han auch nochmal. Ja. Ich glaube zumindest, ja. Mhm. Ich hätte mal... Vielen Dank für den Hinweis aus dem Stream. Wir hatten Han Solo vergessen. Ja. Das ist peinlich. Die bleiben auch noch gut. Ich habe noch ein paar Aktivierungen übrig. Okay, ja, ich wollte nur... Der schießt auf Seska. Und er schießt mit... Du bist die Elite, du schießt mit Blau und Gelb. 2, 3, 3 Blitze. Ich wähle für den einen Blitz durchschlagen 2 und für den anderen Blitz plus 2 Schaden. Das heißt, 5 Schaden kriegst du ab. Jetzt brauchst du langsam neue, ne? Zack. Und ich setze meine Einflusskarte ein, Verhörprotokoll. Falls das Ziel durch einen Angriff durch einen Druiden, und das ist ein Druide, ein oder mehr Schaden erlitten hat, bekommt es noch eine Erschöpfung und wird betäubt und blutend. Die Karte lege ich. Kommt zurück auf meinen Agenda-Stapel. Mhm. Das ist übrigens eine Mauspad X-Wing-Matte hier bei Fischkrieg.de. Bei Fischkrieg.de. Fischkrieg.de, ja, von unserem geschätzten Freund Ralf Siedek, der jetzt davon leben muss, weil er bei Heidelberger aufgehört hat, Bilder des Weltalls zu verkaufen auf PVC- und Mauspad-Matten. Falls ihr also auch so eine abwaschbare, ist die abwaschbar? Keine Ahnung. Falls ihr so eine formschöne Matte haben wollt, Fischkrieg.de, bekommen kein Geld, dass wir das sagen. Nur Liebe. Ja, wir haben auch nicht die Matten geschenkt bekommen. Bin ich jetzt eigentlich dran? Wir haben, das sind auch keine Werbegeschenke oder sowas. Wir finden sie einfach nur selber toll und haben sie uns geleistet. Ich fasse gerne an. Ja. Bin ich jetzt dran? Qualität. Du bist dran, ja. Okay, Han Solo. Weißt du, was deine ganzen Zustände machen? Ansonsten gebe ich dir noch Kärtchen. Ich verliere einen Lebenspunkt, außer ich wende eine Aktion an, um das abzulegen. Genau. Und betäubt. Ich muss eine Aktion anwenden, um den abzulegen. Das heißt, du musst ja. Eine Aktion aufwenden. Ich kann nichts machen nächste Runde. Ja, im Endeffekt. Ja. Und du nimmst auf jeden Fall einen Schaden. Gut, Han Solo geht einen Schritt weiter, damit er den Stormtrooper ins Visier nehmen kann. Das kann er auch von hier aus. Eben durfte ich nicht. Oder war das ein anderer? Das war sie, die auf ihn schießen wollte. Han Solo, egal. Wenn du sagst, ich kann jetzt den schießen, dann schieße ich auf den. Du schießt auf den. Gut. Dann tu das. Han schießt mit grün und doppelblau auf. Nee, mit doppelgrün und blau auf den. Elite Stormtrooper hier. Und hat 3 Schaden und 2 Blitze. 2 Schaden negiert, also 1 Schaden, 2 Blitze. 1 Schaden, 2 Blitze, das heißt ein Blitz. Reichweite reicht, ne? Ja. 1 Schaden, 2 Blitze hast du gesagt, ne? Mhm. Okay, dann sind es 3 Schaden. Kann ich die beiden Blitze unterschiedlich aufteilen? Du kannst. Kann ich beide Blitze benutzen für verschiedene Dinge? Beide Blitze benutzen für verschiedene Dinge. Dann sind es 4 Schaden. Wieso? Darf ich mal die Karte sehen? Ja, er kann aus einem Blitz 2 Schaden machen, aus dem anderen ein Reichweite und Schaden. Ja, klar, dann kannst du. Dann hat er 4 Schaden bekommen jetzt. 4 Schaden? Gut. Was ich gerade noch? 3? Aber du hast recht, 4. Zack. Steht noch. Gut. Und da Han nicht nochmal schießen kann, weil er kein Held ist. Schreck, ne? Ja. Könnte er jetzt noch irgendwo hinrennen. Mhm. Oder er lässt es. Wie du magst. Er kann ja nicht 3PO aktivieren, nehme ich an, weil er kein Held ist. Eine Rebellenfigur, dazu zählt auch Han. Dann geht er da hin und aktiviert. Nee, das wäre wieder eine Aktion. Ja. Er geht auf jeden Fall hin. Ja, schadet er nicht. Gut. Das war Han. Dann habe ich jetzt noch 2 Einheiten übrig. Eins, zwei, drei. Der Droide kann auf Hahn schießen. Das tut er auch. Würde Hahn sich bitte verteidigen? Hahn verteidigt sich natürlich. 3 und ein Blitz? Hahn kriegt es voll ab. 3, 4.
Hast du noch genug? Nee. Hast du nicht, ne? Schade. Das war der. Du hast keine Aktivierung mehr übrig, ne? Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die laufen einfach nur. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Wie weit kommt der? 5, 6, 7. Das war's. Ende Runde 2. Gut. Dann fange ich an. Warte. Erstmal wird Runde 3 begonnen. Die Bedrohung steigt. Ich spiele neue Rodian aus. Nee. Weil ich hier keinen Platz mehr habe, um sie aufzustellen. Kommen Sie hier hin. Dadurch sinkt ihr so wieder. So, du bist dran. Also Han kann 3PO aktivieren, sagst du? Kann er dann auch noch schießen? Danach hat er noch eine Aktion frei. Okay. Also er hat ja zwei also Aktionen Laufen von könnte, der eine. Das Laufen könnte jetzt 3PO sein, sagst du. Machen ja, wir es mal genau. Einfach so. Also 3PO steht auf. Vorlesetext. Oh, du meine Güte, was ist passiert? Der Protokolldruide wirkt etwas schwach auf den Beinen, kommt aber rasch wieder zu sich. Dem Herr Bauer sei Dank, Sie sind hier. Dort drinnen wartet ein Sturmtruppenkommandant. Zum Glück konnte ich alle seine Passwörter dechiffrieren. Schnell, wir müssen uns beeilen. Jetzt musst du den Sturmtruppenkommandant töten, um zu gewinnen. Ist das, also wenn ich den getötet habe, habe ich gewonnen? Oder? Mhm. Okay. Ja, aber Han ist noch dran. Ja. Das heißt, Han schießt erstmal dem Stormtrooper neben sich ins Gesicht. Dem oder dem, dem Schweren? Der ist schon angeschlagen, ne? Dann nehme ich der den. Der Schwere, ja. Gut. Wahrscheinlich dürften die jetzt gleich viel aushalten. Er hält jetzt ein bisschen weniger aus als die. Okay. Das sind... Fünf Schaden. Ich glaube, der ist tot. Ich hätte gar nicht so würfeln können, dass der das... Stell dir das vor, wie Han Solo sich herunterbückt, der Happy anschaltet und aus der Hüfte beim wieder aufstehen den Stormtrooper wegballert. Ja. Toll. So, die schweren Sturmkuppen kommen auf die Ablage. Jetzt bin ich dran. Und... mein Elite-Suchdroide aktiviert und schießt auf Han Solo. Das sind 4 und ein Blitz. Vier. Ja, 2 habe ich noch. Dann gebe ich dir noch 2. Danke. Viel hält er nicht mehr aus? 4. Würde er noch einstecken dann können. Dann geht er nach Hause. 1, 2, 3. Der kann nämlich gar nicht sterben, Hans. Der geht immer nach Hause. Ja, genau. Er wird einfach nur vom Spielfeld genommen, weil er sich zurückzieht, heißt das. Das ist übrigens immer so, nicht nur in dem Spiel. Ach so? Ja. Ja. Er zieht sich zurück. Gut. Please don't let Han Solo die. Du bist dran. Nico? Nico! Was? Oh, ich war kurz. Bitte. Du bist dran. Ja. Ich muss den Sturmtruppenkommandanten töten, ja? Aber der ist nicht da. Der ist hier hinter den Türen. Soll ich wieder auf Schnelligkeit spielen oder kann die Tür nur 3PO aufmachen? Du kannst die Türen angreifen, 3PO kann die Türen einfach, indem er hingeht, aufmachen. Kriege ich auch eine Karte für 3PO irgendwie? Oh ja, warte. Der ist bestimmt furchtbar schnell. Ja. Luke Skywalker, jetzt wird jetzt wohl C3PO. Habe ich mir gedacht, Geschwindigkeit 3. Wahrscheinlich ist es schneller, es einfach auszusitzen, als zu versuchen, dahin zu gehen. Okay. Ich nehme nochmal 2 Stress auf mit Biff. Mhm. Und greife im Nahkampf die Drohne an. Ja. Bam oder bam bam? Das heißt, ich würfel wieder. Also du sagtest, ich muss dann die Würfel, die hier stehen, nehmen und nicht die beiden, die wir probieren. Ja. Das ist sogar besser. Rot und Gelb. 2. 2. Die Drohne verteidigt sich mit Schwarz. 2. Kommt nichts durch. Also wieder nichts gebracht. Dann schieße ich jetzt halt noch hinterher. Mhm. Mit meiner... Ich habe so viele Karten hier liegen. Rot und Blau.
Das sind vier. Das sind zwei. Bam, bam, bam. Das mache ich nochmal. Also was drauf schießen. Das sind nochmal vier. Das sind nochmal drei. Noch steht sie. Jetzt sieben. Drei Pier hat übrigens keinen Angriffswürfel. Nein! Okay. Wer hätte das gedacht? Ja. Das war die erste Aktion von Biff. Immerhin kann man sich den Namen merken. Biff, ja. Ich würde nachher mal den Landspeeder von Obi-Wan McFly waschen gehen. Das war jetzt zu bescheuert, okay. Nein, alles gut. Schießt auch auf Han Solo. Ich will den vom Spielfeld haben. Ach so, du willst Han Solo also vom Spielfeld haben. Ja, den muss ich nur einmal töten. Deine Helden muss ich zweimal töten, damit sie raus sind. Suchdruide. Der hat denselben Angriff. 1, 2, 3, 4. Ja. Passiert nichts. Weicht elegant aus wie eine Gazelle. Du darfst jetzt zurückschießen, Gazelle. Ne? Angriff, der keinen Schaden gemacht Stimmt. hat. Stimmt. Haha, richtig. Danke für den Hinweis. Ich kann nicht mal lesen, was auf meiner Karte steht, weil es voller Schadenspunkte ist. Genau, Feuer erwidern. Angriff keinen Schaden gemacht hat, kann ich unterbrechen. Angriff nur einmal pro Runde. Grün und blau. Das sind sechs. Besser kann man gar nicht würfeln. Wer hat mich geschossen? Wer war's? Der war's. Das sind vier. Ganz knapp noch am Leben. Fünf Lebenspunkte. Zwei weniger als ihr großer Bruder. Bamble, bamble, bam, bam. Ja, du bist dran. Richtig. Dann ist jetzt entweder Han oder die Technikerin dran. Mhm. Ich würde sagen, die Technikerin gibt nochmal, macht, ich habe nichts draus gelernt, ne? Ich nehme nochmal einen Schaden hin. Mhm. Werfe nochmal eine Granate auf die Drohne, die direkt neben mir ist. Mhm. Denn einen Nahkampfangriff habe ich ja nicht. Machst du damit direkt so viel Schaden? Ich habe da, glaube ich, keinen Wurf gegen. Oder? Warte mal, doch, ich habe einen Nahkampfangriff. Oder das hier, die Faust ist doch ein normaler Nahkampf. Oder was nein, ist die Faust? Dafür was brauchst du eine Waffe. Das ist, wenn du Dinge kaputt schlägst. Ah, okay. Ist nur ein Ding. Was meinst du, was muss ich machen? Was auf der Karte steht. Ich glaube, ich habe dagegen gar keinen Verteidigungswurf. Alle Figuren und Objekte auf dem gewählten Feld und allen Nachbarfeldern erleiden Schaden in Höhe der Schadensergebnisse. Allen Nachbarfeldern? Da haben wir also eben, auch aber, du. Aber, okay. Da hätten wir eben ja auch für die anderen, aber ich habe eh nichts gewürfelt. Nein, du nichts gewürfelt hattest, war es egal. Diesmal habe ich aber einen Schaden. Und einen Schaden Blitz auf die Drohne. Und der Blitz ist irrelevant, ich kriege einen Schaden. Du kriegst einen Schaden, die Drohne kriegt einen Schaden, die Drohne ist damit ausgeschaltet. Damit habe ich gerechnet. Das habe ich nämlich, ohne eine Aktion auszugeben, diese Drohne beseitigt. Ja. Und dabei zwei Schaden genommen. Okay. Trotzdem. So, auf welchen Stormtrooper kann ich? Warte, kannst du gar nicht. Du bist Stimmt, gestorbt. Dann... Alles rückwärts. Alles rückwärts. Du nimmst aber einen Schaden. Ja. Dadurch, dass du erstmal den betäubt ablegen musst, bevor du das andere ablegen musst. Genau, ja. Und die ist noch da und sie hat noch vier Schadenspunkte. Okay. Ich bin nicht mehr dran. Toll. Stormtrooper Nummer 1 schießt auf Han Solo. Ihr seid Elite-Sturmtruppen. Zeigt man, dass ihr Elite seid. 2 und ein Blitz. Nö. Er darf zurückschießen. Ach nee, das darf er nur einmal pro Runde, ne? Ja. Gut. Also nächste Runde wieder. Ja. 1, 2, 3. Er schießt auch auf Han Solo. Das sind 4 Schaden. Schaden. Han Solo ist. Han Solo ist. Geht nach Hause. Dafür habe ich ja 3 Pio. Ich bin raus, Jungs. Ja, und macht so den Moonwalk aus der Tür. Dann ist er noch dran. Er schießt auf Biff. Zudem hat er Sichtlinie. Und würfelt auch genügend Reichweite. 4 Schaden.
Biff verteidigt sich mit Ja, Schwarz. danke, Entschuldigung. Kannst auch gerne nochmal würfeln, das wird ziemlich kippen. Naja, Biff hat jetzt zwei. Zwei, okay, dann kriegt er zwei Schaden. Ich nehme die Ja, kannst du von von Hanzo An Solo, nehmen. ja. Möchtest du vielleicht gegen ein paar Fünfer tauschen? Hast du schon Vielleicht, ziemlich aber ist viele egal. rumliegen. Komm, lass uns mal weiterkommen. Die Leute wollen ja auch hier was geboten bekommen und. So, das waren meine Sturmtruppen. Du bist dran. Gut, dann muss ich mit Biff. Biff schießt auf die angeschlagene Drohne vor sich. Mit vier. Eins kommen drei durch, damit ist sie weg. Damit hat Nico jetzt auch eine ziemlich große Gefahr beseitigt, denn die können sich in die Luft sprengen und dann machen sie ziemlich viel Schaden auf allen Feldern ringsherum. Naja, noch ist eine andere Drohne da. Ja. Auf die könnte ich jetzt schießen. Könntest du. Aber das ist bei einem Punkt, den sie noch wegsteckt. Vielleicht auch lieber einen Ich Sturmtruppler? schieße auf eine Sturmtruppe, ja. Den da oder den da? Den rechts. Also von mir aus gesehen, jetzt Den habe ich nicht von gesehen, was drei gewürft habe ich. Ja, okay. Ja, da kommen auch drei durch. Und warte, das sind Elite-Sturmtruppler. Ja, die haben mehr Gesundheit. Der ist noch da. Das war Biffs zweite Aktivierung. Richtig? Die hatte ich erschöpft, ne? Ja, das war seine zweite. Die ist weg. Gut, damit bin ich wieder dran. Und der E-Web-Schütze hat ja eine Sichtlinie. Ja, der hat eine Sichtlinie auf Biff. Der kann zwei Punkte erreichen von dem einen Punkt. Das heißt, er schießt auf Biff zweimal. Erster Angriff. Vier Schaden, ein Blitz. Auf wen? Auf Biff. Auf Biff. Das sind drei Verteidigungen, ne? Dann sind es ein Schaden, ein Blitz, sind zwei Schaden. Und dann macht er das nochmal. Das sind zwei Schaden, ein Blitz. Da kommt nichts durch, weil du ja Okay, noch plus ja, einen hast, genau. weil du geil bist. Dann ist Gut, das war der Seska dran. E-Web-Schütze. Seska. Und die macht jetzt das, was sie eben beschrieben hat. Sie nimmt also einen Schaden, gibt ihren Marker aus, den sie rein theoretisch noch hätte, würfelt Genau, einen gelben würfelt einen Würfel gelben Würfel. und macht keinen Schaden. Eben habe ich über Schaden Du gewürfelt. würfel halt nochmal. Darf ich nochmal? Ja, Oh, du bist wegen aber der sehr Verwirrung. kulant. Okay, Zwei. zwei. Die Drohne stirbt, der Kollege neben ihr kriegt zwei Schaden, Seska Ich kriegt krieg zwei auch zwei Schaden. Schaden. Okay. Bamle bam. Und jetzt darf ich noch zweimal schießen. Der angeschlagene Elite-Stormtrooper kriegt Einen Schuss ab. den modifizierten Blaster. Das sind zwei Zwei und ein plus Blitz. Blitz. Der Blitz wäre halt dritter Schaden wahrscheinlich. Aber das Also bringt gar nichts dritter hin. Schaden. Ja. Und das mache ich nochmal. Das gleiche. Damit ist er jetzt bei vier Schaden. Das ist nur noch sehr knapp auf den Beinen. Gut, da sind alle meine Aktionen verbraucht. Ich darf noch den imperialen Offizier und die beiden Rhodianer. Der imperiale Offizier bewegt sich hier hin und dann benutzt er seine Aktion, um den E-Web-Schützen zurückzuziehen. Warte, ich habe noch eine Figur, fällt mir da ein. Ich habe noch 3 PO. Stimmt. Aber trotzdem war es jetzt meine Ja, Aktivierung. genau. Aber ich darf mit 3 PO noch gehen. Ja. Das würde ich auch tun. Wohin? Naja, noch. Du kennst seine Fähigkeiten, durch ein Schlachtfeld zu laufen, ohne getroffen zu werden. Ich werde das mal jetzt erproben. Das heißt, ich würde versuchen, hier hinzukommen, ne? Okay. Wie weit kann er laufen? Drei. Drei. Eins, zwei, drei. Oh, er darf zu Ja, einer da darfst du Kiste. drüber Oh, ich kann laufen. auch Kisten Ich glaube aufnehmen. zumindest. Ja. Ja, aber wenn du die Zeit dafür Nee. hast. Eins, zwei, drei. Ah, er darf zweimal laufen? Ja, er darf zweimal laufen. Wenn er seine zweite Aktion opfert, dann darf er noch nur Okay, einmal laufen. man darf zweimal laufen, aber nur einmal kämpfen als Als Karte. ja, okay. Als Held darfst du zweimal Gut. schießen und der E-Web-Schütze ist einer von ganz wenigen Karten, die zweimal schießen darf. Dann bist du wieder dran. So. Ich spiele strategische Planung und erschöpfe meine Hired Guns, um eine weitere Einheit aufzustellen, Boba Fett. die gleich viel oder weniger kostet. Boba Fett.
Nicht Boba Fett. Nein. Es sind einfach nur normale es sind die schweren Sturmtruppen. Ich lasse sie hier erscheinen. Und jetzt bekommt jeder von den beiden jeweils noch einen Bewegungspunkt. Der geht dahin, der geht dahin. Und die bleiben, wo sie sind. Die waren ja auch, die waren doch schon da. Die waren schon da, aber beide. Sowohl die, die ich dafür erschöpft habe, als auch die neuen bekommen eine. So, das war's. Die Runde ist durch? Mhm. Dann passiert bestimmt was Schlimmes. Ende Runde 3. Es kommt eine Gruppe Taskenräuber, die einfach mal beschlossen hat, euch zu überfallen. Ernsthaft? Ernsthaft. Es kommen jetzt noch Taskenräuber. Und auf wessen Seite stehen die? Auf der des Imperiums. Ich meine, warum? Ich meine... Frag mich das doch nicht. Wo habe ich es überhaupt hingelegt? Da. Dann sehen wir immerhin mal die Miniaturen dazu. Ja, die auch noch nicht angemalt sind, aber die schick mit ihren Gaffelstöcken hantieren. Ja, für alle, die die Bemalkünste von Steff gerade so gelobt haben, nochmal darauf hingewiesen, man kann Steff dafür auch Geld geben, dann malt er auch eure Miniaturen. Und sie erscheinen oder ihr entführt ihn einfach für 9 Wochen, am blauen Punkt, fahrt ihn nach China und zwingt ihn dazu. Oh nein, die stehen jetzt direkt 3PO im Weg. Ja. Das ist jetzt mal passiert. Ich habe das Gefühl, es wird ausnahmsweise mal etwas, was für mich gut ausgeht. Was habe ich an Bedrohung? Bedrohung habe ich 6, dann kann ich nochmal einen Suchdruiden spielen. Weil ich es kann. Du bist dran. Du hast noch 2 nützliche Figuren und ein C3PO auf dem Feld und hier sind eine Menge Feinde. Ich glaube fast, es könnte eine Mission werden, die für mich gut ausgeht. Das kann schon sein, ja, aber Hauptsache wir... Vielleicht solltest du zwischendurch mal durchschnaufen und ein bisschen hier Stress abbauen. Erstmal werde ich die 3PO nehmen, die 3 Felder vorgehen, die er noch gehen kann. Sind das 3 Felder? Und die Tür öffnen. Und die Tür öffnen. Das sind 2 Felder, du kannst die Tür öffnen und dann noch einen Schritt gehen. Aber die Tür wird geöffnet. Sobald zum ersten Mal eine Tür geöffnet wird. Nur vorlesen, falls Biff Bordrick auf dem Spielplan ist. Du schon wieder, schreit Biff und deutet auf einen hochdekorierten Soldaten. Vor euch steht kein Somos, der einzige Sturmtruppler, der je eine Begegnung mit Biff überlebt hat. Alle Türen werden geöffnet. Den haben wir, aber das ist auch eine Figur. Kein Somos wird aufgestellt. Dazu kaufen, die Figur, ne? Ja. Können wir statt dieses Kackmarkers bitte einfach irgendeinen Stormtrooper nehmen? Vielleicht auch einen aus dem... Guck mal, da steht, wenn du es unterscheiden möchtest, da steht ein Darktrooper im Regal. Steht ein Darktrooper im Regal. Ich habe Probleme, mich auf hier mit dem Mikrofon, aber ich versuche es mal, ohne dass irgendwas... Rechts. Rechts, wo ist er denn? Grau. Blöd. Ja, ich weiß, da. Ja. Ich weiß, was Darktrooper sind, ich habe ihn nur nicht gesehen. Und Sturmtruppen kommen noch dazu. Kein Somos, Sturmtruppen. Ich habe keinen Platz mehr für meine Karten hier. Ob es die Tür nicht wieder schließt, wird gefragt. Nein, die Türen öffnen sich jetzt alle. Das ist Teil dessen, was hier passiert. Also ich habe nach der Bedingung, sobald zum ersten Mal eine Tür geöffnet wird, halt den Text zum Vorlesen und dann mehrere Punkte, die ich abhaken muss. Öffne alle Türen. Passiert. Stelle die Reservegruppen, kein Somos und Sturmtruppen auf. An einem bestimmten Punkt, den ich hier markiert habe. Kein Somos erhält zusätzlich Gesundheit in Höhe des Bedrohungsgrads plus 1. Bedrohung ist 4. Das heißt, er hat jetzt Gesundheit 17. Der Einsatz endet, sobald kein Somos besiegt wurde. 17. Oder am Ende von Runde 7. Ja, 3PO macht das. Yes, 3PO! Muss 3PO überleben? Nein. Ich muss einfach nur den... Ja. Okay. Also in 7 Runden muss entweder noch einer von meinen Figuren stehen? Nein. In 7 Runden ist das Ganze zu Ende zu meinen Gunsten. Ach so. Oder wenn beide deine Helden verletzt sind. Ja. Und du gewinnst nur, wenn du keinen Somos tötest. Okay. Also das ist der, ich hatte zu Beginn der Mission gar keinen... Genau. Da hattest du noch kein Ziel. Ziel. Gut. Kein richtiges. Tja, in dem Fall ist es, glaube ich, das Allerschlauste, wenn ich... Du bist dran. Was überlege ich denn da? Du bist dran. Ich hatte ja gerade meine Aktion. So. Ja. Diese Stormtrooper schießen alle auf Biff. Wenn ich ihn verletzt bekomme, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Genau, das sind die Elite-Sturmtruppen. Langsam jetzt unübersichtlich. Es gibt aber für solche Fälle auch, könnte ich mir jetzt
Marker auf die Figuren kleben und einen auf die Karte legen, um zuzuordnen, das ist Einheit 1 und das ist Einheit 2, aber noch geht's, weil Steff netterweise Elite-Sturmtruppen mit orangenen Schulterplättchen gemacht hat, also Offiziere draus gemacht hat. Also einmal blau und grün. 4 Schaden. Auf Biff. Auf Biff. 3 Schaden für Biff. 2. Ja, 2. Du ja hast noch Leute in deiner Reichweite. Ja, genau. 2 Schaden für Biff. Der zweite Stormtrooper. Ein und einen Blitz. Das heißt, dafür müsstest du schon leere. Ja, kommt nichts durch. Und der dritte. Das sind 3 und ein Blitz. Also einer und Blitz. Den Blitz benutze ich für höheren Schaden, also 2. Weißt du überhaupt, wie weit du jetzt bist? Bei 15. Bei 15, okay. Dann hast du ja noch 23 aktuell. Ja. Also durch die Legendärkarte, weil er nur mit einer Kollegin unterwegs ist. Das waren meine Sturmtruppen. Die Sturmtruppen. Das einzig Sinnvolle, was ich tun kann, ist jetzt wirklich wieder auf Geschwindigkeit zu spielen und dahin zu rennen. Und versuchen, den Typen zu töten, da hinten, ja. Und deswegen geht... meine Technikerin auch erstmal wieder Blitz darunter. Magst du sie bitte zweimal laufen lassen? Eins. Nee, nicht da lang. Warum denn da lang? Wie, wo soll sie denn sonst lang laufen? Ach, das ist hier eine ist Wand. Kein Durchgang. Ich erkenne das nicht von hier. Okay, okay. Ja. Mhm. Sie kann 5 laufen, ne? Mhm. 1, 2, 3, 4, 5. Ich nehme an, hier lang. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Und jetzt nehmen sie noch einen Stress auf. Und baut einen Marker auf, richtig? Und baut einen Marker auf und wirft ihn direkt. Du nimmst also wieder Schaden und wirst ihn, denke ich. 3 Reichweite. 1, 2, 3, du kannst ihn auf den hier werfen. Aber er könnte davon betroffen sein. Genau. Ja, dann werfe ich ihn direkt hier drauf. Nehme den Schaden. Habe ich schon hingelegt? Okay, und dann nehme ich einen gelben Würfel. Das heißt, ein Schaden. Jeder von denen kriegt einen Schaden. Also die drei hier, der ganz aufgeregt. Ach, stimmt. Oder? Der ist nicht benachbart, oder? Doch, der ist auch benachbart. Der auch? Okay. Ja. Immerhin, das ist ein Anfang. Das ist praktisch mit den Markern. Ich weiß zwar nicht, warum sie sich immer selber einen Schaden macht, wenn sie eine. Weil das Ding einen Kurzschluss hat. Ach so. Also sie bastelt irgendwas zusammen. Auf der Karte steht, glaube ich, sollte das Ding Funken sprühen als Beschreibung. Okay. Mhm. So als Flufftext. So, das war deine Aktivierung. Damit bin ich jetzt dran. Wie weit können meine Taskenräuber laufen? Den würde ich 3 BO als zwei. Kanonenfutter anbieten. 3. Der Taskenräuber. ...17 Lebenspunkte hat hier der Oberstormtrooper. Ja? Ja. Da werde ich eine Menge Granaten draufwerfen müssen. Das sind 2 und ein Blitz. 2. Ich brauche noch 2 Schadenspunkte. Wo sie ist, kann ich langsam nicht mehr absehen. 10, ich glaube, bei ihr wird es langsam 14, eng. 16, 17 und sie hat 21. Oh, scheiße. 1, 2, 3, 4. Der haut sie auch. Wir müssen ja wie Taskenräuber auf außerirdische Frauen erfahren. 2 Schaden. 18, 19. 2 darf sie noch kriegen, mehr nicht. Wie Taskenräuber auf außerirdische Frauen abfahren? Ja, so Schmie. Also nicht Taskenfrauen. Ach so, ja. Schmie Skywalker-mäßig. Ja, ja. Das habe ich verdrängt. Ich auch. Es geht nicht. Ich versuche es immer wieder. Du bist dran. Ich war dran. Du bist dran. Entschuldige, ich dachte, du hast eine Messung. Ich muss jetzt aber erstmal jemand anders aktivieren, außer ihr. Ja, ich kann ja nur noch den Heini da oben. Kannst doch. Ach nee, C3PO hat sich schon verbraucht. Das heißt, Biff muss da jetzt auch durchrennen. Mhm. Kannst du mal versuchen mit ihm so nah wie weit kann er? 4, ne? Biff kann er 4. 1, 2, 3. Da lang oder da lang? Was ist denn näher? Ich glaube, es ist besser, wenn er hier da kommt. 4. 1, 2, 3, 4. Gut. War das Biff. Du bist dran. Und alle schießen auf. Sie haben ihre Schadenspunkte liegen lassen. Oh ja, das geht natürlich nicht. Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das hier schaffen kann.
Ja, du hättest zwischendurch vielleicht einmal durchschnaufen müssen. Ja, und ich hätte vielleicht nicht Han Solo mitnehmen sollen, um dir damit noch mehr Asse So, ein Schaden, zwei zu Blitze. spielen. Sie verteidigt mich weiß. Ich bin im Arsch, würde ich sagen. Yep. Ein Schaden. Das Und sind 3 PO normale von der Karte Sturmtruppen. gekullert. Das sind zwei Schaden. Damit wird sie Damit wird sie umgedreht, ne? umgedreht. Das heißt, die hat jetzt 9 Charakterbogen. Der weniger kann. Die ganzen Schadenspunkte sind jetzt erstmal weg. Sie hat weniger Gesundheit. Nee, genauso viel Gesundheit. Sie hat weniger Ausdauer und ist langsamer. Und ich darf keine Gerätemarke mehr benutzen, um Attributsproben zu erleichtern. Okay, dann bleiben jetzt Ansonsten noch ist sie drei relativ gleich. Erschöpfungspunkte. Achso, die werden nicht gelöscht. Die werden nicht gelöscht, nein, aber sie werden gesenkt auf dein Maximum, wenn sie darüber hinausgehen würden. Jetzt muss ich ihm noch Schaden hinzufügen, dann habe ich gewonnen. Ja. Und zwar gar nicht mehr so viel. Das waren meine Sturmtruppen. Ach nee, das zwei dürfen ja noch feuern. Ha. 8 Schaden brauche ich noch, dann bist du gewonnen. Ja, aber erstmal kriegt sie jetzt noch drei und einen Blitz. Okay. Ich habe ja noch zwei Sturmtruppen Hast du mir die übrig in der ganzen Einheit. Lebenspunkte wieder weggenommen, die ich hier habe? Ja, hier, da. Bitteschön, nur nicht verwechseln. Mhm. Ja, würfelst du Die noch eine gehört zu ihm, ne? Verteidigung? Ja. Also, drei Schaden. Und der letzte von ihnen, eins, zwei Blitze. Ein Schaden. Ach, du hast ja. Genau. Das waren jetzt die Sturmtruppen. Dann bin ich dran. Dann. Ja, Biff sieht dich nicht. Wie weit muss Biff kommen, bis er dich sieht? Von hier aus kann er Dann schießen. geht er sich hier vor dir gehen kann. Was kann er jetzt machen? Ich glaube, er kann nur ganz normal auf dich drauf schießen. Kein Somos. Dieses Scharfschützengewehr-Dings, das du ihm gekauft hast, bringt ihm, glaube ich, gar nichts. Oder? Ja, nur wenn er mal aus größerer Entfernung schießen will. Ja, aber dafür ist er ein wenig gedacht. Und es ist hier vor allen Dingen so verwinkelt, dass du kaum mal irgendwie lange Strecken Ja, hast. okay. Das sind 3 und ein Blitz und der Blitz bringt nichts. Und das bringt überhaupt nichts. Ja, weil ich eine 3 gewürfelt habe zum Verteidigen. Entschuldigung, das war nicht meine Absicht. Ja, das war Biff. Damit aktiviere ich keinen Somos. Wähle bis zu zwei benachbarte, befreundete Truppler. Leider sind keine mehr benachbart. Das heißt, er schießt einfach nur so auf dich. Erstmal. Eins, zwei, drei. Das sind 5 Schaden. Das sind 3 Schaden. 3, nee, 4. Doch, Sind du, die die noch sind in in 3? Reichweite, ja. Okay. Okay, 3. Das ist sehr unübersichtlich Ja, es da. tut mir Ich leid. habe keine Ahnung, wie viele Punkte du schon Das hast. ist Teil meiner Strategie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ja, noch Okay. 5 Punkte und der ist weg. Und dann bewegt er sich hierhin. Toll. Feigling! Das war kein Somos. Ja, Du bist ich habe den dran. Namen verstanden. Muss ich. Kein Ja, Somos. ist toll. So. Saskia Ich darf kann nur nochmal. noch mit Saskia was machen. Ja, ich mache noch mal die Granatennummer. Kannst du nicht. Du kannst Ah, keinen ich bin Stress gerade mehr nur noch dran. aufbauen. Ja, okay. Ich Du könnte mich kannst ausruhen. dich ausruhen und dann die Aber das ist Granatennummer machen und jetzt. dann nochmal schießen. Ja, oder ich schieße zweimal, ne? Ich schieße zweimal. Okay. Auf welchen von den dreien? Ihn erreiche ich ja nicht, ne? Dann schieße ich auf Den direkt vor dir. den hier vor Den, mir. genau. Und er kriegt 2, 3, also ja, 2 und. Kann nur den einen Treffer Das negieren. heißt, noch ein Treffer und Also ein zwei Schaden. Durchschlagen und ein weiterer Treffer. Also 2 Treffer durchschlagend. Zwei Treffer. Ach so, ja, ich erinnere mich. Das heißt, es sind 1, 2, 3, 4 und meine Rüstung gilt nicht. Richtig? Vier? Oder sind es 3? Es sind 2 und deine Rüstung gilt nicht. Ich dachte, du hättest einen von den Blitzen für mehr Schaden eingetauscht. Ja,
Du hast mir doch gerade einen Schaden negiert. Das heißt, ich habe noch Ja, einen mit meiner Schaden. Rüstung, aber wenn du durchschlagend hast, wird die wieder weggenommen. Ach so. Okay, ich habe durchschlagend und drei. Gut, drei. Glaube ich. Und das sind ganz normale Sturmtruppen. Damit ist der weg. Dann Und schießt jetzt jetzt könntest du auf auf ihn. kein Somos schießen. Das könnte, vielleicht wird es noch ganz Das sind knapp gehen. drei. Drei. Entschuldigung. Es hat eine drei gewürfelt. Schon wieder. Okay. Das war deine zweite Aktivierung. Ja. Jetzt habe ich hier eine Menge Einheiten stehen, die Das ich heißt, ich wirklich bin was jetzt machen kann. eigentlich im Arsch. Ich hätte es jetzt irgendwie in der Runde schaffen müssen, was aber ziemlich unwahrscheinlich gewesen wäre. Ist jetzt sich erstmal der Überschütze umwerfen. Ach so, Ja. ja, jetzt kommt der Offizier. Eins, zwei, drei. Der Offizier hat seine Aktion genutzt, um den Ewerbschützen umzudrehen. Das war der Offizier. Du wärst dran. Ich kann nichts machen. Deswegen schießt der Ewerbschütze zweimal auf Biff. Und von dem hängt es jetzt ab. Ich glaube nicht, dass Biff in der nächsten Ihr Runde. könntet ziemlich viel Schaden machen. Also ihr hättet eine sehr geringe Chance, ihn in der nächsten Runde runterzuknüppeln. Aber erstmal muss halt dem Iweb schützen. Ja. Drei, das heißt, es kommen drei durch vier kommen durch. 18, Das heißt, ich habe noch 19, einen 20, Lebenspunkt. 21, 22. Ja, und er schießt nochmal. Das sind vier Schaden. Ich kann vier Schaden nicht entgehen. Ne? Ich kann höchstens drei würfeln. Also. Drei, ein Schaden, zwei Schaden. Damit ist er Ja, verletzt. Und ich damit gewinne. hast du gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Die Kampfkraft der, die Kampfkraft! Kampfkraft, die Kampfkraft der Sturmtruppen und ihres furchtlosen Kommandanten ist größer, als ihr dachtet. Sie überwältigen euch und schlagen euch in die Flucht. Der imperiale Spieler erhält zwei Einfluss. Als weiteres fangen wir mit der Minikampagne, wenn wir die Minikampagne spielen, machen wir jetzt mit dem einen Satz, machen wir das Beste draus weiter. Auf Seite 21, ja, das ist wieder ein Vorlesetext. Eilig packt ihr den funktionsunfähigen C3PO und macht euch aus dem Staub. Dem geht's gut. Ach, dann hast du noch nicht verloren. Aber was soll der denn machen? Was soll der machen? Solange der noch steht, können deine anderen beiden noch agieren. Was? Ja, das ist die Regel. Aber den schießt du Ja. in einem Schuss platt. Ja. Sollen Das wir es einfach dabei nein, belassen? nein, das ist albern. Der Okay. kann nichts tun, der kann sich Gut. nicht. Ja, Elik packte den Also wenn ich jetzt die funktionsunfähigen. ganze Zeit nur komplett negieren deines Ergebnisses würfeln würde, was die 3 im Film ja tut, dann würde es klappen. Also wir kürzen das ab und gehen davon aus, dass ich ihn Ja, du töte, hast jetzt bevor du meinen gewonnen. Chef Also komm, es tötest. ist sehr unwahrscheinlich, dass ich jetzt. Gut. Zuerst wollt ihr in Han Solos Versteck zurückkehren, doch als ihr dort eintrefft, sind Sturmtruppen schon dabei, das kleine Lager zu durchwühlen. Euch bleibt nichts anderes übrig, als euch zu verstecken und abzuwarten. Gerade als sie beginnen, sich zurückzuziehen, meldet sich euer Pilot per Comlink. Ich denke, ihr solltet die Droiden nehmen und diese Sturmtruppen verfolgen. Ein Sternzerstörer ist gerade im Orbit angekommen und blockiert alle unsere Funkfrequenzen nach draußen. Ich weiß nicht, was die Imperialen planen, aber ich würde es gern herausfinden, bevor es zu spät ist. Ihr folgt seinem Vorschlag und schleicht den Sturmtruppen hinterher. Zu eurem Entsetzen machen sie sich in Richtung der Jundlandwüste auf. Jeder der Helden bekommt 2 EP, ich bekomme 3 EP. Also, wie ich es mir auch gedacht habe, im Chat kommt der Einwand, C3 ist doch keine Heldenfigur. Also, Nein, warum aber ich muss sowohl die Helden als auch die Unterstützung ausgeschaltet steht das haben. so in den Regeln für diese Es darf Mission? Oder? keine. Ja. Nein, es steht jedes Mal drin, wenn du Unterstützung hast. Ich muss die Unterstützung erledigt haben und Okay. beide Helden verletzt. Dann würde ich sagen, spielen wir jetzt noch die Alternative weiter, wenn die Kamera aus ist. Ich finde, für heute reicht's. Wir wollen ja auch noch ins Kino. Okay. Bitte sag nochmal deine Meinung zu den beiden. Du hast jetzt die halbe Kampagne gespielt, immerhin. Wie findest du es? Ich finde diese Kampagne deutlich besser als die andere. Einfach, weil man auch diese Zwischentexte hat und das alles irgendwie einen deutlich mehr Zusammenhang hat. Und ich die Karten auch interessanter finde. Unser großer Kritikpunkt an der Grundbox für Imperial Assault war, dass die Kampagne, die dabei ist, relativ einfallslos ist und nicht besonders gut geschrieben von den Texten her. Ja, Das genau. ist deutlich verbessert worden mit dem Add-on. Ich glaube, wir waren nicht die Einzigen, die diese Kritik hatten. Und dementsprechend gefällt mir das Ganze sehr. Es ist natürlich nur eine Mini-Kampagne. Ich würde mir halt was wünschen, was nochmal so den Umfang hat wie die ursprüngliche Kampagne, nur halt eben dann ähnlich komplex gemacht und mit mehr Vorlesetext. Das Ja, fände ich ich denke, gut. das wird das Das ist Hoth-Erweiterungsding wird genau das die eher bieten. Hoth-Box. Das, die ist ja auch noch deutlich größer und teurer. Das hier kostet 40 Euro. Da Ja. sind 10 Miniaturen drin, richtig? Das Warte, klingt elf, das glaube ich. 11. Okay, auf jeden Ja. Fall, es ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis her natürlich schlechter als die Grundbox, aber deutlich besser als jede einzelne Miniatur, die du 10, du kaufst. hast recht. 10.
Und du musst dir ja eigentlich diese Einzelminis noch dazu kaufen, damit du wirklich, also Boba Fett, die Droiden, diesen Stormtrooper Heini, musst du dir ja eigentlich kaufen, damit du nicht mit blöden Markern spielst. Ja. Das heißt, du bist dann bei 80 € oder so. Genau. Aber dann hast du auch nochmal 4 Missionen mehr, oder drei. Ja, es kommt ja, jede von diesen Figurenpacks kommt ja noch mit einer Mission und mit etwas, was wir eigentlich gar nicht spielen. Es gibt ja auch diesen Duellmodus. Ja, das könnten wir jetzt. Ich meine, das ist jetzt nicht anders, als das, was wir gerade gemacht haben, oder? Nee, es funktioniert schon anders. Ja, aber Und vor das allen ist Dingen halt müsste ich mir die Regeln nochmal für durchlesen. zwei Spieler gedacht, oder? Ja, und es gibt andere Unterstützungskarten und so weiter und so fort. Das müsste ich mir wirklich nochmal durchlesen. Das kann ich jetzt nicht aus dem Stegreif. Es ist zu lange her, dass wir uns damit mal beschäftigt haben, weil wir seither eigentlich immer nur die Kampagneneinsätze gespielt haben. Beziehungsweise, was wir gerne einfach immer mal machen, ist, dass wir einen von den Nebeneinsätzen, den wir bisher noch nicht in der Kampagne hatten, nehmen und den einfach mal spielen. Oder einen von denen aus den Packs mit den Genau, Figuren. ich denke, das werden wir auch weitermachen. Bei den Druiden ist sicher noch nicht so dabei, die nicht spannend ist. Okay. Ja, das war jetzt ziemlich hart und vielleicht hättest du auch Han Solo verzichten sollen. Der hat dir nicht so viel gebracht, dass es Wie er das mir wert geschadet gewesen hat, ja, wäre. das ist richtig. Ja. Aber es hätte auch anders ausgehen können. Wir können ja gleich mal gucken, wie Ja, ich gesagt. habe wieder sehr gut gewürfelt, du hast wieder sehr schlecht gewürfelt. Das Balancing findest du besser als er schlechter oder gleich wie in der. Bisschen schlechter. Bisschen schlechter. Ja. Also bei der ursprünglichen Kampagne hatten wir es in vielen Missionen so, dass es am Ende an einem einzigen Würfelwurf hängt, welche von den Parteien gewinnt. Und hier hatte ich jetzt das Gefühl, ich meine, schau dir an, wie viele Einheiten ich als Imperium auf diesem Brett stehen habe. Das ist schon ziemlich krass. Ich glaube irgendwie, dass der Bedrohungslevel zu hoch angesetzt wird dafür, was die Figuren können. Aber es kann auch sein, dass es ein bisschen daran krankt, dass du jetzt nur mit zwei Charakteren spielst. Und das ist ein bisschen schwierig auszubalancieren. Und du hast halt kein einziges Mal eine von deinen vielen Aktivierungen genutzt, um durchzuschnaufen, hast also nie Ja. Schaden abgebaut. Das hätte dir deutlich helfen können. Aber ich hätte auch keine Möglichkeit, ein bisschen. Also ich hätte jetzt nicht eine Gelegenheit gesehen, um durchzuschnaufen, weil ich ja ständig unter Feuer war. Okay, aber das war's für heute, würde ich sagen. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mir hat es, wie eigentlich immer, wenn ich Imperial Assault spiele, Spaß gemacht. Und vor allen Dingen macht das Spaß, weil Han Solo und Tatooine und Tusken Raider und man macht in seinem Kopf die ganze Zeit Geräusche. Und nicht nur im Kopf, ich sage dann ja auch dumme Dinge wie Bam, bla, bam, bam, wenn ich einen Suchdruiden bewege. Tusken Räuber machen natürlich. Okay, Das war genug. das reicht für heute, ja. Ja. Macht's gut.